Es ist ja nicht so, dass wir das Haus abreißen wollen, sondern wir können dem Haus einfach einen schönen anderen Namen geben, der vielleicht zur Abwechslung mal nicht rassistisch ist. Hallo zusammen, ich bin der Demba Fofana und ich bin von da. Ich habe selber an der Uni Zürich studiert, und zwar Wirtschaftswissenschaften. Und es war in dem Sinn speziell, da innen zu hocken, rumzuschauen und zu sehen, dass niemand anders da drinnen gleich aussieht wie man selber. Ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwo durch Vorbilder hat. Zumindest hatte ich keinen Professor oder Professorinnen oder irgendjemanden, der auch nur annähernd ein ähnliches Aussehen hatte wie ich. Ich glaube, es ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung fast. You can't be what you can't see. Du kannst nicht sein, was du nicht gesehen hast. Ich habe während mehr als 15 Jahre lang Leichtathletik gemacht. Und es war auch irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben gewesen, damals als kleiner Bub, als ich in eine Gruppe bin von Leuten, wo es noch viele andere hatten, die so ausgesehen haben wie ich. Also vor noch nicht allzu langer Zeit hat man auf der damaligen Letzi Wiese, wie der Ort geheißen hat, hat man eine sogenannte Völkerschau durchgeführt. Oder ein anderer Begriff, den man heute in dem Sinn für das verwendet, ist Menschenzoo. There are people in town, man, crazy people in town. They believe we are wild, man, they believe we are wild. Man hat das Ganze dann noch in dem Sinn als N-Dörfli angepriesen. Zürich hat es auch im Silhölzli oder auf dem Sechseleutenplatz hat es das gegeben. Und ja, der Zirkus Knie, also der Schweizer Nationalzirkus, hat bis ins Jahr 1964 noch so Ausstellungen von Menschen in ihrer Manege gemacht. Little one got a heat, my warning. Devil is kind. He coming early morning. Es ist in der Tat so, dass auch ich, genauso wie praktisch alle anderen Schulkinder in der Schule, nichts von dieser Vergangenheit der Schweiz erfahren. I can't do him no wrong. Devil is kind. Oh, I see him before love. Devil is fine. Nobody gonna show you the way now. Nobody gonna hold your hand, no. Nobody gonna show you the way now. Ich bin ein paar hundert Meter von hier auf die Welt gekommen. Irgendwie in einem Kreissaal oder am Unispital. Meine Mami ist ebenfalls von hier. Sie ist ebenfalls in der Schweiz auf die Welt gekommen. Mein Papi kommt aus Westafrika, aus einem kleinen Land, das heisst Sierra Leone. Es war schwierig für ihn, hierher zu kommen. Er konnte die Sprache nicht können. Er ist ohne Schulbildung hierher gekommen. Ich glaube, als ganz, ganz kleines Kind registriert man nicht, dass man anders ist. Man begegnet sich einfach von Mensch zu Mensch oder von Kind zu Kind. Wo man selber registriert, dass man anders ist, das ist in dem Sinn erst dann passiert, wenn Erwachsene Leute anders mit einem umgegangen sind. Wenn meine Mami beispielsweise laufend darauf angesprochen worden ist, von wo sie mich dann adoptiert hätte. Vor allem, als wir in die neue Siedlung in dem Sinn gezogen sind, hat eine krasse Ausgrenzung in dem Sinn stattgefunden. Wieso bist du so braun? Du bist doch sicher ein WC drauf gekommen oder bist dreckig, du musst dich einfach mal waschen gehen. Ich
niemand will, oder praktisch niemand will ein Rassist oder eine Rassistin sein. Und wir kommen auf die Welt in ein System, das uns nachher mit den Jahren, im Laufe der Zeit, schon sehr früh rassistisch sozialisieren tut. Irgendwie gibt es einem ja zu verstehen, dass jemand wie ich, jemand, der so aussieht wie ich oder ähnlich aussieht wie ich, nicht von da sein kann. Und das führt dazu, dass man, dass wie so ein bisschen von einem verlangt wird, dass man sich für sein Dasein rechtfertigen muss. Was sehr, sehr viele andere Leute, die eben nicht die gleiche Hautfarbe tragen wie ich, nicht müssen. Ich treffe ihn leider immer wieder, diesen Patriotismus. Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus, und nervt. Denn er ist ein saukrasser Spießer, singt grausame Lieder, so ein trauriger Niemand. Aktuell haben wir zum Beispiel einen Fall in den Zürcher Niederdörfli. Ja, das Bild zeigt völlig unkritisch eigentlich, dass es irgendwo durch legitim ist, rassistische Sprache verwenden. Also das M-Wort, genauso wie auch das N-Wort, ist gebraucht worden, um eben genau die Leute zu diskriminieren. Sehr viele Leute haben das Gefühl, dass etwas nur rassistisch sein kann, wenn es auch so gemeint ist. Hingegen geht es vielmehr darum, was gesagt wird und wie das bei der betroffenen Person ankommt oder wie das von dieser Person aufgenommen wird. Unsere Bundesverfassung sagt eigentlich klar, dass niemand in diesem Land darf diskriminiert werden. Und ich finde, genau aus diesem Grund eigentlich ist es mehr als legitim zu fordern, dass eben die rassistische Darstellung und die rassistischen Häusernamen entfernt werden. Das nehmen wir natürlich dann nach Hufe wieder so zum Anlass und finden so, ja, aber wenn man mir Bünzli sagt, ist das ja genauso. Dann bist du, hey, schau, wenn die Schweizerinnen und Schweizer während 400 Jahre versklavt worden sind, wären, und man hätte ihnen einfach Bünzli gesagt und sie hätten ihre eigenen Namen müssen abgeben etc., dann wäre es wie legitim, dass man das Wort Bünzli nicht mehr sagen darf. Ja, ja. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich finde es auch, also ich finde es auch sonst nicht, in dem Sinne ist ja nicht das Wort, das ich täglich brauche, aber ich finde, es ist einfach nicht auf der gleichen Stufe wie so ein Wort, wo die Geschichte hat. Das ist as simple as that. So. Nein, das ist, du kannst nichts gegen, das ist ein Schweizer Kulturgut. Ich kann nichts über Nationalen erzählen. Du eben, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, ich kann wirklich nicht singen. Make me smile with my heart.